Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz kleinen, kurzen Zwischenstand, weil ja jetzt die letzten paar Monate wieder nichts gekommen ist. Ich möchte mal so ein bisschen mal auf dem Laufenden halten, so ab und zu. Ja, ich habe Anfang Mai geheiratet. Das erklärt dann, glaube ich, auch die Lücke. Da war viel formaler Kram, viel, viel Papierkram, viel Sachen, um die ich mich halt einfach kümmern musste. Und dementsprechend wenig Zeit und Lust hatte ich dann nebenbei halt noch, mich hier auf irgendwelche Kanalvideos zu konzentrieren. Das wird jetzt hoffentlich wieder besser. Ich habe auch noch so ein paar Sachen in der Pipeline. Also gerade Analysis hat noch irgendwie ein, zwei Folgen, die jetzt mal raus sollten. Planung ist grob, dass ich zumindest zur Funktionentheorie auch mal das Skript schon mal komplett online stelle. Das spart mir nach hinten raus auch die Arbeit, dass ich nur noch Folgenmarken ergänzen muss. Und es ist ja im Prinzip egal, ob ich euch damit spoiler, weil ne, die Beweise stehen ja nicht drin. Und dann habe ich vor, so ein Planungsweise, ich habe die letzten Wochen genutzt, um halt so ein bisschen einen Kurs zu konzeptionieren. Den habe ich jetzt hier auf Halde liegen. Der heißt Approximation mit Fourier rein. Na, da geht es so ein bisschen um die funktional-analytischen Aspekte von Fourier rein, Approximationstheorie dahinter, punktweise gleichmäßige Konvergenz. Ist eigentlich ganz spannend und ein schöner Kurs geworden. So in seiner gesamten Form relativ rund. Und danach möchte ich langsam aber sicher mal so ein bisschen was Richtung Wahrscheinlichkeitstheorie machen, weil ich nämlich höchstwahrscheinlich im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre anfangen werde, mich Richtung Aktuar fortzubilden und mir dann ein bisschen Wahrscheinlichkeitstheorie anfuttern möchte. Da Wahrscheinlichkeitstheorie aber irgendwo eine Maß- und Integrationstheorie relativ gehaltslos ist, wird es irgendwie davor einen Kurs geben zu Maß- und Integrationstheorie. Na, weil ich möchte das gerne da ein bisschen entkoppeln, weil dann kann man sich da ein bisschen Zeit lassen und auch wieder eine schlankere Nummerierung gönnen. Und dann ist vor allen Dingen auch ein Thema abgefrühstückt, was ich schon lange mal irgendwie hier auf dem Kanal haben möchte, nämlich halt Maßtheorie, weil das ist halt einfach spannend, meiner Meinung nach. Genau, das wäre so der langfristige Plan, weil wenn man dann Wahrscheinlichkeitstheorie hat, ich bin ein unfassbarer Fan von stochastischen Prozessen, dementsprechend wäre das so das langfristige Ziel, wo wir jetzt mal so drauf zusteuern und da ist halt der Weg irgendwie relativ klar. Gleichzeitig habe ich immer noch so ein bisschen die Punkte, dass ich ja noch die alte FKFA langsam aber sicher aufarbeite. Da waren ja noch die so Themen zu Operatortheorie, Dualtheorie, Spektraltheorie waren da ja drin. Das ist alles irgendwie noch nicht ganz vom Tisch, aber das ist erstmal nach hinten geschoben. Nur auf diesen Kurs mit den Fourier-Reihen hatte ich unfassbar Bock, weil ich mag Fourier-Reihen, die sind cool. Und dementsprechend kommt der. Der wird allerdings dann erscheinen, wenn er abgedreht ist. Ne? Ich werde den so in 15 Minuten Happen zerlegen. Ich bin generell am Überlegen, ob ich mal so auf 15 Minuten Häppchen runtergehe, weil die, glaube ich, auch verdaulicher sind. Und dafür dann statt einmal die Woche, zweimal die Woche. Aber das ist ein bisschen, ja, alles noch in der Schwebe, alles so ein bisschen noch dabei zu entstehen, sage ich mal. Ne? Gut, aber damit seid ihr so ein bisschen abgeholt, warum es in den letzten Monaten ein bisschen ruhiger war. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns und sehen uns bald wieder. Wobei sehen tut er mich ja in dem Format nicht, weil ich glaube halt auch einfach, dass mein Gesicht nicht unbedingt zum Verständnis beiträgt. Und dementsprechend passt gut auf euch auf, bleibt gesund, macht's euch eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.